Hast du das Problem, dass du für eine Ausgabe keine richtige Rechnung bekommen hast und weißt jetzt nicht, was du mit dieser Kostenposition machen sollst? Dann bleib dran, die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und in der Praxis passiert das relativ häufig, dass man für eigene Kosten, sei es von einem Dienstleister, einem Tool oder einem Lieferanten, einfach keine richtige Rechnung bekommt. Ich höre diese Frage im Alltag sehr, sehr oft. Was mache ich denn jetzt mit diesen Kosten? Kann ich sie trotzdem irgendwie berücksichtigen? Eine richtige Rechnung ist immer eine Rechnung, wo alle Rechnungsangaben draufstehen, die in § 14 Umsatzsteuergesetz aufgelistet sind. Eine Checkliste für all deine Eingangsrechnungen findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dieser Checkliste kannst du alle Rechnungen, die du bekommst, überprüfen, ob sie ordnungsgemäß sind. Es ist aber gerade bei internationalen Unternehmen regelmäßig der Fall, dass man halt keine richtige Rechnung bekommt. Wichtig an dieser Stelle zu verstehen ist, du brauchst diese Rechnung insbesondere für die umsatzsteuerrechtliche Abwicklung. Das bedeutet für den Vorsteuerabzug. Das heißt, die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, die kannst du ja in deiner Umsatzsteuervoranmeldung ansetzen und dir das Geld quasi vom Finanzamt wiederholen. Das geht allerdings nur, wenn du wirklich eine rechtskonforme, richtige Rechnung hast. Wenn du die nicht hast, kannst du diese Umsatzsteuer leider auch nicht geltend machen. Wichtig an dieser Stelle ist, du hast einen Rechtsanspruch auf eine ordnungsgemäße Rechnung. Und zwar steht in § 14 Umsatzsteuergesetz, soweit er, also ein Unternehmen, einen Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist, ausführt, ist er verpflichtet, also er, der Unternehmer, innerhalb von 6 Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen. Was bedeutet das? Es muss immer dann eine Rechnung ausgestellt werden, wenn ein Unternehmer etwas tut für ein anderes Unternehmen. Das bedeutet schon mal 2 Dinge. Wenn du etwas privat kaufst, also für deinen Privathaushalt, dann hast du keinen Anspruch auf eine Rechnung. Das bedeutet auch, dass du, wenn du zwar als Unternehmer auftrittst, aber von einer Privatperson etwas kaufst, dann hast du auch keinen Anspruch darauf. Wenn du zum Beispiel einen neuen Firmenwagen kaufst oder einen neuen Laptop kaufst und da einfach ein gebrauchtes Auto kaufst oder einen gebrauchten Laptop von einer Privatperson, dann hast du keinen Rechtsanspruch auf eine Rechnung. Klar, der Verkäufer kann dir irgendwie den Gelderhalt quittieren, er darf aber tatsächlich auch gar keine richtige Rechnung mit Umsatzsteuerausweis ausstellen, weil er kein Unternehmer ist. Deswegen, ein Unternehmer führt etwas für einen anderen Unternehmer aus, dann hast du einen Anspruch auf eine Rechnung. Außerdem, das Ganze muss innerhalb von 6 Monaten geschehen. Das heißt, du kannst nicht nach einer Woche oder nach 2 Wochen irgendwie einen Rechtsanspruch geltend machen, weil der leistende Unternehmer hat 6 Monate Zeit. Soweit zu deinen theoretischen Rechten. Jetzt haben wir allerdings in der Praxis immer noch Probleme, dass du einfach keine richtige Rechnung bekommst, weil nicht jeder Dienstleister oder App-Hersteller oder Tool-Hersteller auf der ganzen Welt weiß, dass er dir eine Rechnung nach deutschem Recht ausstellen muss. Das ist natürlich super ärgerlich und du kannst da teilweise Wochen, Monate hinterherlaufen und du kriegst einfach keine richtige Rechnung. Und ehrlicherweise ist das auch ein bisschen unzumutbar für viele Toolhersteller, wenn da ein einzelner Programmierer in den USA sitzt und eine Browsererweiterung programmiert hat und damit sein Geld verdient, dass der wirklich weiß, was für ein Umsatzsteuergesetz wir in Deutschland haben, damit er dir eine Rechnung ausstellen kann. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass das zu viel Bürokratieaufwand für diesen einzelnen Entwickler, der beispielsweise in den USA sitzt, ist. Und auch große Unternehmen, die machen sich das zum Teil auch ein bisschen einfach. Zum Beispiel Spotify oder auch H&M, die schließen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen einfach aus, dass du als Unternehmer einen Account anlegen kannst und Kunde werden darfst. Das bedeutet, dass du als Unternehmer gar nicht bei Spotify einen Account anlegen darfst. Da das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen so geschrieben ist, kann sich Spotify immer darauf berufen, naja, das ist ja gar kein Umsatz von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen, weil unsere Kunden sind ja nach unseren AGB immer Privatleute, deswegen müssen wir auch keine Rechnung ausstellen. Führt dazu, dass du keine Rechnung von Spotify bekommst. Deswegen müssen wir schon sagen, diese Rechte, die du hast, sind eher so theoretische Natur und in der Praxis hast du trotzdem häufig das Problem. Was machst du denn jetzt eigentlich? Da gibt es eine pragmatische Lösung. Und zwar die pragmatische Lösung ist, du hast halt leider keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, umsatzsteuerrechtlich kannst du damit leider nichts machen und kannst dir die Umsatzsteuer auch nicht vom Finanzamt wiederholen. Du kannst diese Kosten aber trotzdem in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Und zwar können diese Kosten einfach gebucht werden mit 0% Umsatzsteuer und diese Kosten können dadurch auch deinen Gewinn mindern. Und das führt dann dazu, dass du weniger Einkommensteuer und gegebenenfalls Gewerbesteuer zahlst. Dafür musst du einen Eigenbeleg erstellen. Zum Thema Eigenbeleg und wie du den erstellen kannst, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Und was auch immer du als Zahlungsnachweis von dem Dienstleister, von dem Tool und was auch immer bekommst, das kannst du sehr gut als Nachweis dafür verwenden, dass du tatsächlich diese Kosten hattest. Deswegen zusammengefasst,
Kosten kannst du trotzdem berücksichtigen, aber bitte immer ohne Umsatzsteuer. Wenn es dir aber ums Prinzip geht, dann hast du ja eine Rechtsvorschrift, und zwar § 14 Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. Das heißt, du kannst deinen Dienstleister, dieses Tool, durchaus verklagen. Und zwar vom deutschen Zivilgericht kannst du einfach vor Gericht ziehen und deine Rechnung einklagen. Deine Erfolgschancen sind auch relativ gut. Allerdings ist das Ganze natürlich mit viel Aufwand und auch mit viel Kosten verbunden. Deswegen solltest du dir schon überlegen, ist es das Ganze eigentlich wert? Und weil ich eine andere Lösungsstrategie immer mal wieder höre, und zwar könnte es ja sein, dass du vielleicht einfach eine Gutschrift erstellst. Wenn Spotify dir keine Rechnung erstellt, könntest du doch rein theoretisch Spotify einfach eine Gutschrift erstellen, wo alle Rechnungsangaben draufstehen, und dann hast du ja was für deine Buchhaltung. Theoretisch ja, rein praktisch geht das leider nicht, weil diese Gutschrift muss auch von dem anderen Vertragspartner akzeptiert werden, und da wird das Ganze ein bisschen schwierig und in der Praxis wirst du damit eher Probleme haben. Deswegen, Gutschrift ist keine Lösung und ehrlicherweise der Rechtsweg in der Regel auch nicht. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du weißt jetzt besser, wie du deine Kosten ohne Rechnung in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du jetzt sagst, ich möchte meine Kosten hier gar nicht buchen, das soll mein Steuerberater ja für mich machen, dann hast du absolut recht. Und wir möchten gern dein Steuerberater werden. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und ich würde es lieben, deine nicht vorhandenen Rechnungen zu buchen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau dir aber auch gerne die weiteren Videos auf dem Kanal erstmal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. So.